Ja, Ziele. Und warum erreichen wir die meisten eigentlich nicht? Ist ja eigentlich eine spannende Frage, ne? Ich hatte, glaube ich, ich beschäftige mich mit dem Thema, seitdem ich so 18 bin. Da hatte ich von Bodo Schäfer dieses Buch gelesen, Der Weg in die finanzielle Freiheit. Und die Ziele, die ich damals aufgeschrieben habe, habe ich alle nicht erreicht. Und generell, glaube ich, die ich danach gesetzt habe, habe ich auch nicht erreicht. Ja, woran liegt das? Das liegt jetzt nicht daran, dass das so ein Event alles krachend zum Scheitern gebracht hat, sondern dass wir uns zwischendrin immer für andere Ziele entscheiden, für geringere Ziele. Also ich trauere den Zielen jetzt nicht nach, die ich nicht erreicht habe, weil sie auch wahrscheinlich für mich gar nicht so eine große Relevanz hatte, wie ich glaubte. Und danach war ich ja auf etlichen Seminaren, habe ganz viele Bücher gelesen und immer wieder neue Ziele aufgeschrieben und mich mit dem Thema Ziele beschäftigt. Ja, aber irgendwie verliert oder habe ich immer den Bezug zu diesen Zielen verloren. Jetzt könnte man sagen, okay, dann waren sie auch nicht wirklich relevant für mich. Aber irgendwo ist was anderes passiert, was jetzt mir sehr zuträglich war, dass ich mir Standards, Routinen und Gewohnheiten angeeignet habe, die meine Lebensqualität dramatisch verbessern. Meditation, täglicher Sport, Journal schreiben. Ja, ich sag mal, das, was die Self-Help-Welt so weitgehend propagiert, habe ich getan. Meine Ziele erreicht und Wohlstand aufgebaut, noch nicht, aber Lebensqualität erhöht, ja. Ja, also was passiert dann eigentlich? Also wenn wir diesen Bezug zu den Zielen verlieren, wie ich schon sagte, A, sind sie uns wahrscheinlich nicht wichtig genug, aber B, halten wir sie wahrscheinlich auch nicht präsent genug. Und deswegen, was ich jetzt seit einer gewissen Zeit mache, ist, dass ich mir das jeden Morgen durchlese. So diese Vision, die ich von mir habe in 10, 15, 20 Jahren. Ich hab da kein Zeitrahmen dran gesetzt. Das schaue ich mir jeden Tag an, lese ich mir jeden Tag durch, fühle da rein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da eine emotionale Verbindung zu hat. Und will dann in diese Richtung weitergehen. Aber ich sag mal, was passiert denn in den meisten Fällen? Mit 18, 20, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, was wollen wir aus unserem Leben machen? Und wir schreiben die Dinge auf und werfen Strategien. Zum Beispiel lernen wir da eine Frau kennen. So, mit der Frau gehen wir eine Beziehung ein. Irgendwann ist das Thema, die Kohle, die man angespart hat, geht für die erste gemeinsame Wohnung drauf. Und dann wird vielleicht ein Haus gebaut, Kinder kommen. Und dann sind die Ziele komplett irrelevant. Man hat andere Ziele. Man hat diese Ziele halt ersetzt durch andere Ziele. Ob sie jetzt halt geringer sind, weiß ich nicht, aber es sind halt andere. Fühlt sich derjenige jetzt gescheitert, wenn er sich darauf, wenn er jetzt schaut, okay, die Ziele, die ich damals aufgeschrieben habe, ich habe jetzt halt andere Sachen gemacht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, und ich glaube, das ist auch gut so. Also, weil es eben nicht mit dem Event passiert. Ich glaube immer, diese tragischen Events, wie jetzt eine zerbrochene Ehe oder eine Insolvenz oder ein Projekt, was richtig daneben geht, das fühlt sich nach Scheitern an und das bewerten wir als Niederlage. Wohingegen auf der anderen Seite ja Erfolg auch nicht mit diesem bombastischen Event kommt, auch ist, sondern ein gradueller Prozess ist, den man gar nicht so bemerkt, dass er stattfindet. Und ich glaube, das ist so eine gesunde Sicht auf dieses Thema Ziele und Gewinnen, Verlieren und was es da nicht alles gibt. Also, wenn ich über einen längeren Zeitraum nicht das erreiche, was ich will, dann muss ich das Was und das Wie ich es tue, hinterfragen. Und ich glaube, das macht aber jeder gesunde Mensch. Also nochmal, also ich glaube, ganz wichtig, Verbindung zu seinem zukünftigen Ich herzustellen, indem ich es mir jeden Tag einfach durchlese und reinfühle und auch täglich prüfe, ist das für mich relevant? Und wenn ich dann, es steht mir ja frei, meine Vision und meine Zieldatei anzupassen, aber trotzdem muss ich es mir jeden Tag anschauen. Weil wenn es irgendwo liegt oder irgendwo abgespeichert ist und ihr schaut da mal einmal im Jahr drauf oder rein, wird es nichts bringen. Also so viel zu dem Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein paar Kommentare da lasst zum Thema Ziele. Wie geht ihr damit um? Wie handhabt ihr das? Und wünsche euch einen großartigen Tag. Haut einen Schlag rein.